Hallo meine lieben Stiere und herzlich willkommen zu eurem November-Reading. Ja, meine Lieben, wundervolle Karten sind hier für euch schon aus dem Deck gesprungen. Ich wollte jetzt gerne mal schauen, was der November für euch so im Petto hält, denn der November steht ja unter dem Skorpionenhimmel und das bedeutet Veränderung und Transformation. Und wenn ich mir diese Karten hier so anschaue, Ass der Schwerter, der Narr, die Liebenden und an der Unterseite des Decks das Ass der Kelche, das wollte ich euch nicht vorenthalten, könnte es hier für euch tatsächlich in irgendeiner Art und Weise um ein völlig neues Kapitel gehen. Bevor ich jetzt genauer auf diese Karten eingehe, meine Lieben, ist es natürlich wichtig in dieser Legung, dass du dich wirklich angesprochen fühlst. Das heißt, dass du dich mit der Energie, die hier liegt, identifizieren kannst, dass du aus dieser Legung etwas mitnimmst, was in deiner Situation dir hilfreich erscheint oder wo du wirklich das Gefühl hast, okay, ich fühle mich total bestätigt in dem, was ich, ne, was ich selbst schon wahrnehme oder was ich mir selbst denke. Und wenn das nicht der Fall ist, meine lieben Stiere, dann mach das Video einfach aus, beziehungsweise schau dir gerne die Legung zu deinem Aszendenten an oder zu einem anderen Sternzeichen, wenn du dich dazugehörig fühlst. Vielleicht ist da dann eine Botschaft enthalten, die auf deine Situation besser passt. Dann noch ein kleiner Hinweis an meine Crosswatcher, das heißt an diejenigen, die für einen Stier hier einschalten. Manchmal richtet sich so eine Legung direkt an dich. Denn du bist derjenige, der sich dieses Video anschaut. Deswegen, wenn du das Gefühl hast, okay, das passt total krass auf meine Situation, dann dreh dir die Rollen einfach um. So, also, meine lieben Stiere, wenn ich mir diese Reihe jetzt so anschaue, habe ich das Gefühl, es gibt hier irgendeine Erkenntnis, irgendeinen Aha-Moment, der für dich eine Tür öffnet. Also hier gibt es irgendwie einen Auslöser, möchte ich jetzt mal sagen, oder ein Ereignis, das irgendwie für dich, ne, der Narr, erste Karte der großen Arkane, das irgendwie eine völlig neue Reise bedeutet. Klar kann man jetzt die Liebenden und das Ass der Kelche hier sehr stark auf Beziehungskonstellationen münzen, aber die Liebenden reden in erster Linie von Bestimmung und das ist mein Weg und das wird mir gerade gezeigt. Und ich habe das Gefühl, wie gesagt, ist, ne, gerade auch hier mit dieser Treppe, nehme ich manchmal so ein bisschen als Domino-Effekt wahr. Ich habe das Gefühl, hier passiert irgendetwas und auf einmal, ne, gibt es so Klarheit. Klarheit, dass das jetzt der Weg ist, der für dich bestimmt ist. Und ich glaube, dass sich eben hier auch mit dem Ast der Kelche, wo es hier darum geht, dass, ne, dass das Herz so nein, Herz blüht nicht, dass das Herz hier so strahlt, dass sich das auch alles völlig richtig für dich anfühlt, dass du, ne, dass du denkst, okay, hier entsteht eine Idee und aus dieser Idee entsteht ein Weg oder eine Möglichkeit oder eine Begegnung oder whatever und du spürst aber auch, ne, du spürst, ja, okay, es ist richtig, das ist das, was ich jetzt tun soll. Mein Herz sagt, genau das ist jetzt das nächste Kapitel oder das ist jetzt, ne, die Reise, die ich hier jetzt antrete. Also ich glaube, was auch immer hier im November passiert, dass du hier sowohl auf der Bewusstseinsebene als auch auf der Gefühlsebene dabei bist. Jetzt sehe ich hier den Herrscher. Also hier sehe ich nicht Kopf gegen Herz oder sowas, sondern ich sehe, alles in dir sagt, jawohl, das ist es. Herrscherin sehe ich noch, 9 Kelche, wundervoll. Und wir legen, wisst ihr was, wir legen das Ass der Kelche einfach genau wieder hierher. Und dann schauen wir mal, meine Lieben, was denn hier noch rauskommt. Ich interessiere mich tatsächlich als erstes für dieses Ass der Schwerter, weil ich habe das Gefühl, mit dem beginnt das hier. Mit dieser Erkenntnis, mit dieser Antwort, mit dieser Idee, mit dieser Begegnung, whatever, beginnt hier diese Reise. So, liebes Universum, warum liegt das Ass der Schwerter hier für meine Stiere? Okay,
Die drei Schwerter, aber sie sind so geblieben. Deswegen, wir legen sie so hin. Ich habe keine Ahnung, ob sie jetzt auf den Kopf raus wollten oder nicht. Also, beziehungsweise sie wollten eigentlich gar nicht raus. Wir legen die mal kurz zur Seite, weil eigentlich wollten die nicht raus. Eine Botschaft hier zum Ast der Sterne. Der Waage. Okay, alles klar. Also, ich bleibe bei diesem Impuls, sie wollten nicht raus. Und ich glaube, das Gefühl, ich glaube, dass hier eine Erkenntnis liegt, so ein Aha-Moment, wie man von der Energie, der Drei-Schwerter-Energie, in die genau gegenteilige Energie kommt. Also, ich habe das Gefühl, du willst dich weder traurig fühlen, noch willst du irgendwie in so alten Gefühlen drin hängen. Und ich glaube, dass sich hier irgendetwas zeigt. Ne? Der Wagen spricht von einer Richtung. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass dir jetzt klar wird, wie du entweder da rauskommst in eine neue Richtung oder dass dir möglicherweise jemand begegnet, weil ich habe hier den Pagen der Kelche an der Unterseite des Decks, deswegen habe ich das Gefühl, es könnte hier um eine Begegnung gehen, wo du das Gefühl hast, okay, dieses Mal, also mein Kopf sagt mir, dieses Mal werde ich nicht verletzt. Mein Kopf und mein Herz, ne? Mein Herz sagt mir auch, dieses Mal ist die Richtung eine andere. Mit dieser Entscheidung ist die Richtung eine andere, mit dieser Begegnung. Irgendwie die Richtung ist dieses Mal anders, ne? Raus aus den drei Schwertern hin in diese Sonne-Energie. Warum liegt der Wagen hier? Ja, okay, meine Lieben, die drei Stäbe. Es geht wirklich darum, ich glaube, dass hier irgendetwas passiert, was dir so die Augen für die Zukunft öffnet. Also, ne, die drei Stäbe, da geht es um Zukunftsperspektiven. Da geht es, bei den drei Stäben geht es auch um Erwartungen. Und ich habe das Gefühl, was auch immer sich hier in deinem Leben zeigt oder was auch immer das passiert, ne, Asse und hier liegen zwei auf dem Tisch, sind immer irgendwelche Chancen. Irgendwas wird dir klar, irgendeine Idee manifestiert sich, irgendwas präsentiert sich klar. Und hier, das, was du hier davon erwartest, ist absolut positiv. Also du erwartest hier offensichtlich irgendwie, dass das eine positive Richtung annimmt, dass das dieses Mal richtig gut ist. Dass es dich aus irgendeiner Energie rausbringt oder dass es, ne, das wollte ja nicht raus, dass es dieses Mal nicht irgendwie da enden wird, sondern bei der Sonne enden wird. Beim Narr geht es so ein bisschen um Vertrauen, denn der Narr repräsentiert im Tarot die Geburt, ne, ist die erste Karte der großen Arkana und wir kommen ja auf die Welt mit 100% Urvertrauen. Und irgendwie, ne, sie lehnt sich ja hier auch über so einen Abgrund, irgendwie habe ich das Gefühl, dass du in diese Richtung, in diese Begegnung, in diesen Weg, in diese Idee, dass du da absolutes Vertrauen spürst, ne? Dass das hier für dich bestimmt ist. Was auch immer da passiert. Ich würde gerne mal wissen, liebes Universum, was passiert denn hier? Der Eremit. Die fünf Münzen und die vier Stäbe. Ich hätte gern eine Karte zu den fünf Münzen. Okay, Königin der Stäbe, meine lieben Stiere. Ich glaube, dass du jemand bist, der möglicherweise lange alleine war, ne? Eremit. Und fünf, also die fünf Schwerter sprechen halt oft von Einsamkeit und ne, man fühlt sich leer und es ist Kälte und blau und hin und hier, hin und hier, hier und da, whatever. So, kurz mein Sprachzentrum sortieren, sorry, meine lieben Stiere. Ich habe das Gefühl, dass du möglicherweise in der letzten Zeit alleine warst.
und möglicherweise einfach mit dir selbst beschäftigt warst, dir möglicherweise auch wirklich Zeit genommen hast, dich mit irgendwas in dir selbst auseinanderzusetzen. Ne? Der Eremit ist oft so eine Soul-Searching-Energie. Aber was auch immer hier passiert, weil ich wollte noch wissen, ne, diese 5 Münzen, die sprechen immer von einem Mangel. Und ich habe das Gefühl, was passiert hier? Ich glaube tatsächlich, ich muss sagen, gerade jetzt mit dem Ast der Kelche, den 4 Stäben und den Liebenden, ich glaube, dass es hier darum geht, ich glaube, dass es hier um Beziehungen geht. Und du überhaupt nicht in der Energie bist, in der du vorher warst, in dieser introvertierten und ich bin ganz vorsichtig und ich will nicht wieder in irgendeine komische Energie kommen, ne, die 3 Schwerter und die 5 Schwerter, sondern dass du direkt, was auch immer hier passiert, dass du direkt in diese Königin der Stäbe-Energie kommst, dass du total, ne, positiv, zuversichtlich, outgoing, du zeigst dich wieder, du bist total, ne, also ich habe irgendwie das Gefühl, du bist da total positiv gestimmt und du hast vielleicht auch irgendwie das Gefühl, okay, dieses Mal ist es eine gute Beziehung oder dieses Mal könnte es eine gute Beziehung werden und deswegen bin ich auch plötzlich bereit, mich hier wieder zu öffnen und mich ganz anders zu zeigen, als du dich möglicherweise in der letzten Zeit gezeigt hast oder einfach in eine ganz andere Energie zu kommen, in der du vorher warst. Also ne, der Eremit und die Königin der Stäbe, mal davon abgesehen, dass sie in unterschiedliche Richtungen schauen, sind sie auch einfach total gegensätzliche Energien. Also hier passiert irgendetwas, was dich möglicherweise auch wirklich, gerade mit den 6 Stäben an der Unterseite des Decks, was dich möglicherweise total euphorisiert und ne, wo du das Gefühl hast, ja, dieses Mal ist es gut, ne, es riecht nach Erfolg, ich werd hier gesehen und ich bin total zuversichtlich, dass es dieses Mal anders ist. Ich spüre ein total krasses Vertrauen auf der mentalen Ebene als auch auf der Herzebene, dass es dieses Mal irgendwie was anderes ist. Ich hätte gerne jetzt noch eine letzte Karte zu den 4 Stäben und dann lassen wir das hier so stehen. Okay, Königin der Schwerter. Okay, noch eine Karte. Also ich glaube tatsächlich, dass ja, okay, die Welt. Also die Welt und der Narr. Ich habe noch keine Ahnung, was zu Ende geht, aber ich sehe mit dem Eremiten Einsamkeit. Ich sehe mit den 5 Münzen und den 3 Schwertern, die da so halb schräg liegen, irgendwie, ne, möglicherweise eine Energie der Selbstheilung und ne, des Rückzugs und der Einsamkeit und ne, die vielleicht, wie ich gerade sagte, Skorpionenergie heißt, die Energie verändert sich. Hier ist im November dürfen wir damit rechnen, dass sich das große Transformationsprozesse sich zeigen, große Veränderungen sich zeigen. Und ich glaube, dass die Stiere, die in der letzten Zeit viel alleine waren, sich viel mit sich selbst auseinandergesetzt haben, sich möglicherweise viel mit irgendwelchen alten Verletzungen, alten Beziehungsdynamiken, irgendwelchen Dingen beschäftigt haben, dass hier dieser Zyklus sich ändert und dass es sich, Ass der Schwerter, Königin der Schwerter, dass sich sehr klar das Neue zeigen möchte. Ich glaube, beziehungsweise, ich will es auch nicht verschreien, ich glaube, dass es hier möglicherweise um einen Neuanfang in Beziehungsdynamik geht. Es kann aber definitiv auch sein, ne, dass es hier mit der Königin der Schwerter wirklich darum geht, dass du jetzt genau weißt, okay, das ist der nächste Schritt, das ist das nächste Ziel, das fokussiere ich jetzt. Ich spüre überall, dass es das jetzt ist, was ich jetzt tun muss. Also ich sehe irgendwie so ganz klar, oder dass dir so ganz klar wird, welches Kapitel jetzt beginnt, meine lieben Stiere. Und natürlich auch mit der Welt. Ergo, welches Kapitel hier gerade ein Ende nimmt. Ne? Müssen wir mal auch so sagen. Gut, meine lieben Stiere, ich lasse das hier so stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehe. Natürlich möchte ich wissen, was ist da, ne, ist das hier eine Beziehungsdynamik oder was ist hier diese Bestimmung? Ich werde auch einen kleinen Hinweis unten in der Infobox lassen, welche Botschaft sich im Extended zeigt, damit ihr wisst, ob ihr dieses Video für euch einschalten solltet oder nicht.
Ich möchte auch natürlich noch ein bisschen wissen, weil sowohl das Ass der Schwerter, die Königin der Schwerter, als auch der Eremit reden von Erkenntnissen, reden von Verstehen, ne? Reden irgendwie auch so vom Ende irgendwie eines Innenschauprozesses oder ne, irgendwie auch eine Antwort finden. Deswegen möchte ich auch darauf ein bisschen eingehen. Was ist die Antwort, die sich hier zeigt? Oder was ist die Erkenntnis? Oder ne, was ist das, was der Eremit hier im November rausfindet? Und dann schauen wir einfach mal, wohin die Reise geht. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch auf meinem Patreon-Channel. Und wer nicht weiß, was Patreon ist, auch dazu findet ihr unten in der Infobox alles, was ihr wissen müsst und wie ihr da beitreten könnt. Für diejenigen unter euch, die sich dieses Zusatzvideo nicht anschauen. Also meine lieben Stiere, ich glaube, dass ihr wirklich eine super krasse Energieveränderung wahrnehmen könnt. Dass sich irgendwas in deinem Leben zeigt, irgendwas kommt und du. Und das zeigt sich klar, ne? Muss ich wirklich sagen. Das zeigt sich klar. Und dann geht es darum, möglicherweise mit der Königin der Stäbe wirklich mutig zu sein und diese Chance zu ergreifen. Oder es ist einfach ein total krasser Energiewandel. Von drei Schwerter in die Sonne, von Eremit in die Königin der Stäbe, von der Welt in den Narr. Also hier ist wirklich so. Man war die ganze Zeit in so einer Energie und dann passiert irgendwas, dann zeigt sich irgendwas und plötzlich ist man in einer ganz, ganz anderen Energie. Und das könnte dir im November eben begegnen. Ob das jetzt irgendwas mit Ankommen in dir selbst zu tun hat, mit Beziehungsdynamiken, mit Familiendynamiken, aber ich spüre hier wirklich, wie in deinem Leben so eine grundlegende Transformation stattfinden möchte. Und so lasse ich das hier stehen. Ich hoffe, diese Botschaft war soweit schon mal hilfreich für euch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!